Der Bahnübergang an der B96 in Schwarzkollm ist ab Freitag 10 Uhr komplett gesperrt. Die Gleisanlagen werden repariert. Fußgänger können den Bereich passieren, Autofahrer werden über Hoyerswerda umgeleitet. Auch bei der Stadtlinie 1 kommt es zu Einschränkungen. Die Haltestellen Laubusch-Siedlung und Schwarzkollm-Wiesengrund entfallen. Die Sperrung wird am Sonntag gegen 14 Uhr wieder aufgehoben.